Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute sprechen wir mal wieder über Nachrichten aus dem Internet, die wirklich absolut verstörend und gruselig sind. Dinge, die ich im Internet gefunden habe, die einfach nur seltsam und absolut furchteinflößend sein können. Diese Nachrichten selbst sind zwar extrem interessant, doch boten leider nicht so viel Inhalt, dass sie alle für einzelne Videos gereicht hätten. Deswegen habe ich die gruseligsten Dinge, die ich finden konnte, einmal für euch in diesem Video zusammengefasst. Also seid gespannt, was kommt. Die erste Nachricht kommt aus Amerika, doch es soll auch Fälle in anderen Ländern gegeben haben. Und zwar geht es darum, dass ein Mädchen mit dem Weihnachtsmann gesprochen hatte. Das Ganze klingt jetzt erstmal übernatürlich. Wie soll ein Mädchen mit dem Weihnachtsmann geredet haben? Doch das Ganze hat einen wirklich verstörenden und irdischen Grund. Denn ihr müsst wissen, zurzeit kommt es immer und immer häufiger vor, dass gewisse Kameras, die man über Amazon kaufen konnte, gehackt wurden. Verschiedenste Familien kauften beim Black Friday Sale auf Amazon eine Webcam, die das gesamte Haus überwachen kann, je nachdem, wo man sie aufstellt, und auch Ton aufzeichnet sowie Ton wiedergibt. Das bedeutet, eigentlich sind diese Kameras dazu gedacht, dass man sie zum Beispiel ins Kinderzimmer hängt und dann immer sieht, was das Kind gerade macht, beziehungsweise auch mit dem Kind von der Arbeit aus reden kann zum Beispiel. Doch eben bei diesen Kameras gab es nun ein Problem. Denn viele Sicherheitskameras und auch viele Webcams, die man besitzt, sind nicht passwortgeschützt. Das bedeutet, viele sind übers WLAN verbindbar und darüber können auch Leute diese Kameras hacken. Wenn die Kameras keine Sicherheitsvorkehrungen haben, könnte eigentlich jeder da draußen, der ein bisschen Ahnung hat, eben in diese Kameras reinkommen und dann euch beobachten. Bei allem, was ihr tut. Und eben das passierte in der letzten Woche oder den letzten zwei Wochen in Amerika sehr häufig. Der erste Fall, der Wellen schlug, war ein Mädchen, die in ihrem Zimmer spielte, als plötzlich von der Kamera aus eine gruselige Stimme mit ihr sprach. Die Stimme sagte zu dem kleinen Mädchen, dass sie der Weihnachtsmann ist und doch spielen möchte. I'm your best friend. I'm Santa Claus. I'm Santa Claus. Don't you want to be my best friend? Diese Stimme gab sich als Weihnachtsmann aus, um mit dem Kind zu reden. Man weiß natürlich nicht, ob die Person hinter der ganzen Sache jetzt einfach nur sich einen Spaß erlauben wollte oder wirklich etwas Gruseliges im Sinn hatte, doch das Mädchen war so verängstigt, dass sie weinend und schreiend nach ihrer Mutter rief. Andere Vorfälle sind zum Beispiel von einer erwachsenen Frau, die zu Hause schlief, als plötzlich über eben diese Webcam jemand ihr sagte, sie solle gefälligst aufwachen, weil er sie beobachtet. Wake up! Wake up! Oder ein Hausbesitzer, der gerade draußen war, hörte auf einmal von seiner Kamera am Haus eine Stimme, die ihm sagte, dass er seit Wochen von ihm beobachtet wird und die Person, die eben ihn gehackt hat, alles gesehen hat, also auch die intimen Momente, die der Mann mit seiner Partnerin gehabt hat. Man sollte sich immer bedenken, wenn man sich solche Sicherheitskameras kauft, dass man wirklich welche nimmt mit einem Schutz, weil ansonsten eben eigentlich jeder darauf zugreifen kann. Es gibt im Internet ganze Seiten, wo Leute eben aufgelistet haben, in welche Webcams man reinkommt und man kann dort aus allen Ländern sich irgendwelche Sicherheitskameras ansehen. Manchmal an öffentlichen Plätzen, aber manchmal auch in Schlafzimmern oder dergleichen. Also, solltet ihr eine Webcam haben, beziehungsweise eine Sicherheitskamera, stellt sicher, dass dort niemand drauf zugreifen kann und ihr nicht beobachtet werdet. Doch wo wir bereits bei dem Weihnachtsmann als Thema sind, kommen wir doch noch einmal zu einem weiteren Thema, das mit dem Weihnachtsmann zu tun hat. Denn es gibt im App Store einige Apps, die Kindern ermöglichen, mit dem Weihnachtsmann in Kontakt zu treten. Das bedeutet, die Kinder kriegen dann eine App angemacht und können dort chatten mit dem Weihnachtsmann. Ein AI-Bot, wie zum Beispiel Chatbot, den man früher kannte, antwortet dann mit irgendwelchen vorprogrammierten Nachrichten. Und diese ganzen Apps sind an sich auch alle lustig und für Kinder ganz schön. Sie können verschiedenste schöne Nachrichten vom Weihnachtsmann kriegen. Er fragt, ob die Kinder brav gewesen sind, was sie sich denn wünschen und all sowas. Doch eine App
ist anders gewesen. Denn eine App sollte nun vom App Store runtergenommen werden, weil sie eben nicht die normalen Dinge die Kinder fragte, sondern wirklich seltsame und verstörende. Diese App fragte die Kinder, wo sie denn wohnen, wo sie zur Schule gehen, wann sie Schulschluss haben, wo sie sich wann befinden, was für Klamotten sie tragen und ob sie unartig oder schmutzig gewesen sind. Diese App klang nicht so, als würde irgendein Chatbot mit den Kindern schreiben, sondern eine echte Person, die eben all diese persönlichen, all diese widerlichen Fragen den Kindern stellte. Deswegen sind viele davon ausgegangen, dass eben hinter dieser App irgendein Perverser stecken könnte, der tatsächlich mit ihren Kindern schreibt. Verschiedenste Kinder haben eben diese Nachrichten den Eltern gezeigt und die Eltern haben das Ganze auch ausprobiert und haben dann selber gruselige Nachrichten vom Weihnachtsmann gekriegt, als sie eben versucht haben, mit ihm in Kontakt zu treten bzw. sich als Kinder ausgegeben haben. Diese ganzen Nachrichten sind tatsächlich gefährlich, denn sollten Kinder nun einem völlig Fremden erzählen, wo sie wohnen, wann sie Schulschluss haben, wo sie gerne hingehen, dann können diese Personen sie tatsächlich ja dort entführen bzw. ihnen dort auflauern. Auch wenn das Ganze vielleicht nur ein großes Missverständnis ist, ein wirklich schlechter Gesprächsbot, der eben diese Nachrichten einprogrammiert hat, obwohl er die nicht machen sollte, das kann ich euch gerade nicht sagen. Es gibt die Möglichkeit, dass es letztendlich wirklich ein Perverser ist, aber vielleicht ist alles auch nur ein großer Zufall. Die App selbst war auf jeden Fall extrem gruselig und wenn ihr sie ausprobieren wollt, es gibt Dutzende davon im App Store. Gebt einfach Talk to Santa ein und dann werdet ihr schon eine finden. Gut, kommen wir jetzt noch einmal zur letzten Nachricht, über die ich gestolpert bin, beziehungsweise eine Nachricht, wo Leute mir Bescheid gesagt haben, dass sie über diese Seite stolperten. Denn es geht um einen Twitter-Kanal. Dieser Twitter-Kanal wird von einem Mann betrieben, der den Namen Jason Hill trägt, beziehungsweise Jason Hills ist sein Name, den er auf Twitter verwendet. Und dieser Account ist seltsam. Denn er schreibt grundsätzlich darüber, dass seine Frau und seine Kinder ihn verlassen haben. Die Nachrichten sind nicht ganz verständlich. Seine Twitter-Biografie ist alleine schon, dass er ein Mann ist, der mal eine Familie hatte. Zu Beginn klingt es noch so, als ob seine Frau verschwunden ist, beziehungsweise ob seine Frau und seine Kinder entführt wurden, dass sie von einem auf den anderen Tag einfach nicht mehr da waren. Doch dann gibt es wiederum andere Nachrichten, wo er davon schreibt, dass sie ihm das Herz rausgerissen hat, dass er nicht versteht, wieso sie abgehauen ist, wieso sie die Kinder mitgenommen hat, warum sie nicht einfach glücklich gewesen sein könnten. Also etwas, was so klingt, als wäre die Frau weggegangen, als hätte die Frau ihn verlassen, weil sie ihn nicht mehr liebte oder nicht mehr mit ihm in einer Beziehung sein wollte. Aber dann gibt es auch noch andere Nachrichten. Nachrichten, wo er schreibt, dass er bereut, was er getan hat, dass er ganz genau weiß, wie schrecklich seine Taten gewesen sind, doch dass er es tun musste. Sprich, Nachrichten, die darauf deuten, dass er vielleicht seine Frau und seine Kinder ermordet hat. Es gibt also gerade diese drei Möglichkeiten. Einmal die Frau ist verschwunden, sie ist gegangen oder sie ist tatsächlich tot. Doch was lässt sich über eben diesen Twitter-Kanal sagen? Sind diese Nachrichten wirklich ernst zu nehmen oder ist das Ganze nichts weiter als ein Fake-Account, wie wir ihn schon von The Sun Vanished oder all diesen seltsamen Seiten kennen? Man muss sagen, alle Hinweise deuten vermutlich darauf hin, dass das Ganze nichts weiter als ein Alternate Reality Game ist, sprich ein Spiel, was man mit uns spielen will. Denn der Account wurde jetzt erst kreiert. Ich glaube, der 13. Dezember war das erste Datum, wo überhaupt was gepostet wurde. Und seitdem kommen andauernd Nachrichten, so als ob jemand einfach nur diese Geschichte erzählen will. Zudem finden wir Tweets mit wirklich kryptischen Botschaften, mit irgendwelchen Zahlen, Nummern, schwarzen Bildern, nichts, was wirklich Sinn ergibt. Ich habe auch nachgeguckt und es gibt keine vermissten Fälle für die Namen, die diese Person angegeben hat. Das Ganze scheint also nichts weiter zu sein als ein simples Spiel, das sich jemand ausgedacht hatte. Doch das Ganze wirkt sehr interessant und es ist derzeit bloß am Anfang. Viele dieser Twitter-Mysterien entwickeln sich ja erst über die Zeit und das gleiche kann hier eben auch passieren. Wenn ihr wollt, bleibe ich an der Sache gerne dran und wenn es mehr zu erzählen gibt, dann werde ich ein Video dazu machen. Doch das waren jetzt erstmal die drei News, die ich für euch rausgesucht hatte, die drei Dinge aus dem Internet, die verstörend waren. Ich hoffe, sie haben euch gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.